Willkommen an alle Nachteulen. Ja, normalerweise veröffentliche ich um die Uhrzeit keine Videos mehr, aber heute hat ja Apple von 7 bis ungefähr 9:30 viele neue Produkte vorgestellt, unter anderem die Apple Watch 3. Dazu werde ich kurz was erzählen. Hier im Hintergrund läuft gleich ein Video zu dem neuen iPhone X, natürlich am interessantesten für die meisten. Dann gibt es noch das iPhone 8, iPhone 8 Plus und natürlich iOS 11. Ganz kurz, iOS 11 wird am 19. September erscheinen, 3 Tage bevor das neue iPhone 8 kommt, wie so meistens ein bisschen früher, also nächsten Dienstag, das sind sogar 4 Tage, also heute in einer Woche. Dann gibt es natürlich Updates zur Watch. Die Watch 3 wird jetzt auch eine SIM-Karte integriert haben, wenn ihr das so haben wollt. Damit kann man dann telefonieren und ihr habt einen Lautsprecher drin, also Siri kann auch antworten, nicht nur per Text, sondern auch dann natürlich per Sprache. Im Hintergrund seht ihr derweil die iPhone X-Werbung, die halte ich mal ganz kurz an, weil ich noch ein bisschen über die Watch sprechen will, die jetzt übrigens auch Wireless-Charging fähig ist, genauso wie alle anderen iPhone-Produkte, iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Und auch die AirPods haben aber kein Update bekommen, da werde ich noch genau nachforschen, ob man die aktuellen AirPods auch schon per Wireless-Charging laden kann. Vor allem mit dem Standard-Wireless-Charging, das wir alle kennen von Nokia damals. Dann hat Samsung das übernommen, seit dem Samsung Galaxy S6, S7, S8 können es alle. Die haben ja alle so eine Glasrückseite. Wireless-Charging ist entsprechend super. LG kann es seit dem V30 jetzt auch. In Deutschland dann auch und so weiter. Also auf jeden Fall Wireless Charging eine super Sache, aber dafür haben wir jetzt eine Glasrückseite, die alles sehr, sehr, sehr spiegelt aussehen lässt und leider auch die Fingerabdrücke magnetisch anzieht. Was müsst ihr noch wissen zur neuen Watch? Ja, es gibt auch eine neue Watch OS, das ist die 4. mittlerweile. Da sind ein paar neue Funktionen drin, was Chatten und so weiter angeht, aber dazu dann mehr, wenn ich die Uhr ab nächste Woche auch testen kann, denn die kann man auch ab diesem Freitag, ab dem 12. September haben wir heute, ab dem 15. September dann auch bestellen, auch wieder mit verschiedenen Nike und anderen Versionen, aber die alten Uhren bleiben auch noch bestehen, dafür allerdings jetzt zu einem reduzierten Preis, was natürlich vor allem der Konkurrenz, die bisher GPS-Uhren auch angeboten hat, sehr, sehr, sehr wehtun wird, denn die Apple Watch 2 ist damit jetzt eine der besten Uhren, die man sich aktuell holen kann, leider natürlich nur mit Apple-Geräten kompatibel. So, machen wir weiter mit den Smartphones. Ich fange mal mit dem X an. Das ist ja das Spannendste. Das Apple iPhone X kommt allerdings erst im November, beziehungsweise Ende Oktober könnt ihr es bestellen. 27. Oktober ist das Startdatum, wo ihr es bestellen könnt. Und ihr könnt alle 3 Smartphones nur noch in 2 Größen bestellen. Und zwar in 64 GB einmal und in 256 GB einmal. 64 GB, schön und gut. Kann, glaube ich, die meisten Leute damit leben. Das ist das Einstieg. Aber Einstiegsmodell, die kreativen Leute wie ich, die gerne viele Videos drehen, wie auch das hier, auch in 4K 60 Frames, was jetzt übrigens das neue iPhone auch kann. Also ich brauche meine Panasonic GH5 vielleicht gar nicht mehr, mit der ich das hier zum Beispiel aufnehme. Eine 2.000 € Kamera mit einer 1.000 € Linse, 3.000 €. Im Vergleich dazu ist so ein iPhone gar nicht so teuer. Das iPhone X kostet ja nur 1.000 US-Dollar im Startpreis. Ein bisschen mehr natürlich, weil die deutsche Mehrwertsteuer noch drauf kommt. Dann entsprechend in Deutschland. 1.100 € wird ungefähr der Startpreis sein. Für welches ihr das Ganze dann ab dem 15. September morgens bestellen könnt. Auf kleiner Tipp übrigens, iOS-Geräten geht es leichter, wenn ihr ein iPad habt, ein iPhone habt oder so ähnliches und ihr die Apple-Applikation drauf habt, wo ihr eure ganzen Infos schon drin habt, könnt ihr da ganz einfach das Gerät auswählen, welches ihr haben wollt und das euch dann entweder schicken lassen oder ihr holt es im Store ab. Das ist auch immer eine ganz gute Option. Gut, zum Gerät jetzt selber nochmal, iPhone X. Ich werde natürlich das X mit dem 8 Plus und dem 8 jetzt hier in dem Video auch kurz vergleichen, euch erwähnen, ob sich ein Update vom 6S auf 7, 7 auf, also von 6S auf 8 und von 7 auf 8 oder X lohnt. Zuerst aber, ihr seht, ganz großes Display, ich mache mal hier Play weiter, weil es natürlich ein ganz schönes Video, dauert 3 Minuten. iOS mit der 11er Version natürlich ein paar neue Funktionen wie Gesten, ihr seht zum Beispiel, und ein paar solche Sachen wie man kann Apps nebeneinander anzeigen lassen auf Tablets. Darauf gehe ich jetzt nicht im Genauen ein. Wir haben eine spiegelnde Außenummantelung aus Metall, aber die ist komplett spiegelnd, nicht mehr so matt metallig, sondern so eine spiegelnde Metalloberfläche. Und ihr seht hier gerade das Wireless Charging, was ich gerade erwähnt habe, AirPods, Watch 3, ganz wichtig, und die neuen iPhones kann man hier auch entsprechend auf dem Air Power laden. Auch Belkin und andere Hersteller haben Wireless Charging natürlich im Angebot. Und jetzt seht ihr den großen Unterschied zum
Zu den anderen Modellen im Vergleich zum iPhone 8, iPhone 8 Plus, haben wir hier ganz viele Sensoren drin, die mit so ganz vielen kleinen Punkten, die ihr jetzt hier erkennen könnt, unser Gesicht abtasten und dann beim Entsperren, weil wir haben keinen Touch-ID mehr bei dem iPhone X drin, sondern wir können nur per Gesicht entsperren oder per Code entsperren, unser Gesicht dann erfassen, in den Prozessor weiterleiten, der A11 Bionic heißt, und dann natürlich ganz schnell das Gerät anlocken werden und euch auch dann erkennen, wenn ihr eine Brille anhabt, wenn mein Bart zum Beispiel länger wird, wenn ich eine Mütze anhab und so weiter. Das kann Nokia bzw. Samsung schon seit jetzt, ich sage jetzt nicht seit ein paar Jahren, Samsung zum Beispiel nicht, aber Nokia ja, mit dem 950 XL und dem 950 haben sie es eingeführt und die meisten Leute waren nicht so zufrieden damit, hat mal gut funktioniert, mal nicht so gut, aber für solche kleinen Spielereien ist es ganz lustig, dass ihr zum Beispiel solche Emojis, die jetzt Apple ganz nett Animojis genannt hat, dann entsprechend aus 12 verschiedenen Charakteren hier auswählen könnt zum Beispiel und dann entsprechend dort dann solche kleinen Nachrichten per iMessage verschicken könnt. Leider nur per iMessage. Kleiner Nachteil mal wieder, ihr müsst im Apple-Universum sein und die andere Seite muss auch im Apple-Universum sein. Zu den Kameras, hinten haben wir natürlich auch noch eine Kamera drin, die ganz normale Fotos macht. Zwei Kameras gleich beim iPhone X und bei dem iPhone 8 Plus weiterhin. Bei dem iPhone X ist die Kamera noch ein bisschen besser im Telebereich. Also ihr habt weiterhin einen zweifachen optischen Zoom und im zweiten optischen Zoom-Bereich habt ihr eine F2.4-Linse. Hier steht es auch wieder, nicht nur 2.8 wie bei dem normalen 8 Plus. Heißt, bei schlechtem Licht habt ihr ein bisschen bessere Fotomöglichkeiten. Alle Geräte sind weiterhin IP67 zertifiziert, heißt spritzwasserfest. Salzwasser eigentlich nicht, wird hier aber gerade mit Salzwasser gezeigt. Wurscht, ihr könnt es danach abspritzen, abwaschen unter natürlich einem ganz normalen Wasserhahn. Und durch den neuen Prozessor haben wir eine schnellere GPU drin, 30% schneller. Hier habt ihr es gerade gesehen, Augmented Reality ist jetzt in allen Handys besser möglich. Also mit den allen 8ern, 8 Plus und auch dem 8X. Und dann natürlich haben wir dann noch eine verbesserte Laufzeit angeblich im Vergleich. Das X hat zum Beispiel 2 Stunden mehr Laufzeit als das normale 8 oder 8 Plus. So, jetzt gehen wir hier nochmal einmal durch die Seite von dem 8X, wo ihr alles nochmal schön erkennen könnt. Wir haben einen OLED-Bildschirm, deswegen ist es so schön ausgeschnitten. Der ist natürlich noch kräftiger in den Farben. Wir haben besseren Tonnenkontrast, 1.000.000:1. Und hier haben wir eine extrem hohe Auflösung drin, und zwar 2436x1125, also 1125. Sehr, sehr, sehr hoch. Das sind über 400 Pixel pro Inch, glaube ich. Aber auf jeden Fall extrem scharf. Ihr werdet nie wieder zurückkehren wollen zu einem nur HD auflösenden Gerät. Und wir sehen können, natürlich wird ganz viel Werbung damit gemacht. Ja, euer Gesicht kann man so und so verändern. Ihr könnt so und so schöne Fotos schießen. Der Prozessor ist sehr, sehr schlau. Der kann natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten. Ihr könnt den Hintergrund wegmachen. Ihr könnt alles schwarz-weiß machen. Und so weiter und so fort. Sehr cool. Es gibt ein paar neue Fotofunktionen. Für mich interessant, wie gesagt, 4K, 60 FPS. Sehr schön. Aber in Full HD könnt ihr jetzt auch 240 Frames aufnehmen in der verlangsamten Aufnahme. Soll heißen, wir sind noch nicht ganz da, wo Sony ist, mit 960 Bildern pro Sekunde bei 720 Frame, aber 240 Bilder pro Sekunde waren bisher nur in 27p möglich bei iPhone, jetzt ist es auch in Full HD möglich. Natürlich eine sehr schöne Neuerung, auch dem neuen A11 Prozessor zu verdanken, der 25% schneller ist als der A10 Fusion, jetzt der Bionic. Gut, dann iOS 11, ganz viele neue Funktionen, Augmented Reality habe ich schon erwähnt, Wireless Charging und so weiter, kennen wir alle schon. Gut, was heißt das jetzt beim iPhone X? Ja, das wird 1000 Euro kosten, aber wir haben ja noch ein iPhone 8. So, beim iPhone 8 haben wir auch ein paar Neuerungen drin, aber ich finde, ein Upgrade von 7 auf 8 lohnt sich nicht, denn wir haben kabelloses Laden jetzt drin, brauchen wir nicht unbedingt, finde ich. Wasserfest ist, war es ja das, der Vorgänger auch schon. Und wir haben eine etwas bessere Kamera drin, die ich gerade erwähnt habe. Also mehr Funktion ein bisschen im Slow-Motion-Bereich, beziehungsweise natürlich auch bei den Bearbeitungsmöglichkeiten mit iOS 11 hier dann integriert. Und Glasrückseite ist nicht so ideal, finde ich, bei keinem der Handys. Und es gibt weniger Farben jetzt beim iPhone 8 und beim X auch. X schwarz und weiß, 8 gibt es in Gold, weiß und auch wieder schwarz. Hier seht ihr jetzt weiß und Gold oder Silber und Gold, je nachdem ihr wollt. Auch Wireless Charging natürlich, 4,7 Zoll und 5,5 Zoll sind gleich geblieben. Design auch komplett gleich geblieben von vorne. Also wenn ihr eine Hülle drumherum habt, werdet ihr null Unterschied erkennen. Und auch die Maße sind gleich geblieben. Außer wie gesagt, beim X ist es ein bisschen größer, 5 mm höher. Und ich glaube breiter waren es um die 4 mm. Und 148 Gramm ist das Gewicht bei dem normalen 8er, bei dem Plus 202 Gramm. Und bei dem X haben wir 160 Gramm. Also ein bisschen schwerer als das normale
8, weil es auch ein bisschen größer. Aber sonst funktionstechnisch, wie ihr sehen könnt, die komplette Seite schaut exakt gleich aus. Und nur wenn ich auf die Vergleichsseite gehen würde, würde man erkennen natürlich hier, dass entsprechend die Displaygröße anders ist. 5,8 Zoll statt 4,7 und 5,5. Also obwohl das iPhone X so groß ist, fast wie das iPhone 8 normal, mit nur 4,7 Zoll haben wir einen viel größeren Bildschirm, weil wir natürlich keinen Bildschirmrand haben. Sehr schön, aber ja auch kein Fingerabdruckleser mehr. Und wir haben jetzt in den ersten Tests gesehen, der Gesichtsscanner war nicht ganz so genial. Und natürlich haben wir bei dem normalen 8er auch nicht die Animoji-Funktion, dass wir hier unsere schönen lustigen Gesichter da einfügen können. Vorerst. Alle haben die gleiche Größe, habe ich schon gesagt, 64 und 256 GB natürlich. Und ansonsten gibt es keine großen Unterschiede. Jetzt die Frage, lohnt es sich von 6S auf 8 oder X umzusteigen? Ich würde sagen, in beiden Fällen ja, denn wir haben auch die Wasserfestigkeit jetzt immer noch bei den neuen Handys drin. Das finde ich eine super Funktion. Es passiert so oft, dass es mal regnet nach ein paar Jahren und dann irgendwie der Kopfhöreranschluss nicht mehr funktioniert, weil es einfach öfter mal in so einer Region war, wo es einfach mehr Wasser drumherum gab. Und natürlich die Kamera ist, finde ich, viel besser geworden. Ja, das 6S konnte auch schon 4K, aber jetzt haben wir auch bei dem normalen großen, wie auch beim 7er schon, einen optischen Bildstabilisator drin. Und bei dem X haben wir doppelt optisch Bildstabilisator drin. Also egal, in welchem Modus ihr fotografiert, ihr kriegt immer ein klares, scharfes Bild, außer ihr bewegt es natürlich viel zu stark. Und natürlich das neue Design ist beim X vor allem sehr auffällig, deswegen würde ich sowieso eher nur das X nehmen. Denn wenn man sich schon ein neues iPhone holt, kann man auch ruhig mal, wenn man schon 800 Euro ausgibt, auch gleich 1000 Euro ausgeben. Ist jetzt keine große prozentuelle Preisdifferenz, finde ich. Und dann hat man gleich ein Gerät, was man über die nächsten 5 Jahre mindestens benutzen kann. Oder mehr. Das iPhone 5S bekommt auch noch ein iOS 11 Update. Das habt ihr vielleicht noch nicht gelesen oder gesehen. iOS 11 auf dem 5S wird laufen. Auf meinem iPad Mini 2 wird es laufen. Also Apple kümmert sich um die alten Kunden, wird dann vielleicht nicht so glatt laufen und auch alle neuen Geräte haben schon Bluetooth 5 Modul drin. Heißt, ihr könnt auf 2 Lautsprecher gleichzeitig, kann von unterschiedlichen Herstellern sein, können 2 Kopfhörer sein, Bluetooth-Kopfhörer zum Beispiel, auch schon wieder Musik abspielen. Und übrigens, ja, keins dieser Smartphones hat einen Kopfhöreranschluss. Den lässt Apple weiterhin weg, aber dafür gibt es ja die AirPods. So, das war es jetzt auch schon ganz kurz von meinem kleinen zusammenfassenden Video zu der Apple Keynote von dem 12. September. Das Video geht vielleicht erst am 13. ganz früh morgens online, wenn ich schon auf dem Weg zur IAA bin. Aber auf jeden Fall, ich finde die Geräte super schön. Ich freue mich auf das X. Schade, dass es so spät kommt, aber ihr könnt das 8er ja auch schon im Laden dann auch genauso ab dem 15. September kaufen. Bestellen, Entschuldigung, online ab dem 15. und ab dem 22. könnt ihr es dann euch liefern lassen bzw. im Laden abholen. Ich werde es mir liefern lassen, weil ich bin tagsüber nicht da. Aber auf jeden Fall könnt ihr dann wieder ein Unboxing-Video erwarten. Viele Vergleichsvideos erwarten hier auf meinem Kanal auf TechVideo. Ich freue mich auf eure Fragen, auf euren Input. Was haltet ihr von den neuen iPhones? Was haltet ihr von der neuen Watch? Von den neuen iOS 11 habe ich jetzt nicht viel zu gesagt, aber sind alle gar nicht so schlecht. Und ihr könnt mich gerne Fragen stellen, weil ich habe mir die Specs jetzt schon 10-mal durchgelesen, habe mir die ganze Keynote angehört einmal, habe die auch live kommentiert auf einer anderen Sprache. Und ich finde zum Beispiel super, dass wir jetzt schnelleres Laden drin haben in allen iPhones. Quick Charge, 30 Minuten aufladen, 50% vom Akku haben. Geil, von 0 auf 50% in nur einer halben Stunde. Und Akkulaufzeit technisch, die Milliampere weiß ich nicht, aber es wird hier beschrieben, dass wir 21 Stunden telefonieren können, 60 Stunden Musik hören können, über Bluetooth zum Beispiel oder auch Videos abspielen, 13 bis 14 Stunden, je nachdem, ob wir X und 8 haben oder das Plus, dann entsprechend eine Stunde mehr. Gut, das war es jetzt auch schon. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balázs Gál und das war hier die Zusammenfassung zu den brandneuen iPhone-Produkten, dem X, dem 8 und dem Plus und ein bisschen auch zur Watch. Bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt auf eure Kommentare.